Nachdem wir Kufstein besichtigt haben, erreichen wir unser Domizil, welches wir für eine Woche gebucht haben. Der Gasthof Schöntal hat unseren Augen viel zu bieten. Hier offenbart sich uns ein imposanter Panoramablick über das Tal von Oberau-Wildschönau. Der Abend ist für kleine Spaziergänge in der nahen Umgebung des Gasthofes Schöntal reserviert. Am zweiten Tag planen wir, eine Wanderung an der Schatzbergbahn durchzuführen. Ein kurzer Abstecher in das nicht weit entfernte Aufwach Wildschönau ist lohnenswert. Hier erreichen wir die Talstation der Schatzbergbahn. Ja, von hier bringt uns die Seilbahn nach oben. Die gelbe Route zeigt die Route zum Schneekanonenversorgungsweiher und dann wieder zurück. Vom Berggasthof Schatzbergalm geht es gleich nach links und wir genießen einen wunderschönen Ausblick auf das Panorama im Tal von Wildschönau. Jetzt geht es zum nächsten Aussichtspunkt. Die angebrachten Panoramabilder sind für uns eine sehr gute Orientierungshilfe. Aber jetzt lassen wir die wunderschöne Aussicht auf uns wirken. Der nächste Aussichtspunkt wartet auf uns. Jetzt gelangen wir zum Schneekanonenversorgungsweiher. Hier offenbart sich uns eine andere Sicht auf die andere Seite der Berge.
Wolken lassen nichts Gutes erahnen. Jetzt zieht auch noch Nebel auf, sodass wir unsere Wanderung für heute abschließen.